Grüße miteinander. Herzlich willkommen hier zu Reinigt Zeitgedanken. Ja, es ist Ostermontag, der 1. April 2024. Einige werden vielleicht früh schon gehofft haben, Losung und Lehrtext lesen und hören zu können, aber es war mir nicht möglich. Ja, wir schauen zurück auf das Osterwochenende und hoffen und wissen auch, dass dieses sehr wichtig war. Ich habe mit Freude feststellen können, dass ein großes Echo auch von der Osterpredigt, von der Karfreitagpredigt mich erreichen konnte. Herzlichen Dank für dieses Echo. Ja, und viele werden unterwegs gewesen sein, haben sicherlich Ostereier gesucht. Ein ganz dickes Osterei ist uns ja wirklich gelegt worden, und zwar zu den Ostertagen. Man nennt es in offiziellen Kreisen Sahara-Staub, und dieser Staub, der hat nicht viel Gutes verheißen. Wir wissen, es war ein ganz, ganz dickes Osterei. Mehr möchte ich hier nicht dazu sagen. Jeder kann sich darüber kundig machen. Vielleicht hat er es auch am eigenen Körper ja selbst gespürt und erfahren. Wir lassen uns von solchen Ostereiern nicht abschrecken, denn wir wissen, Ostern ist nicht das Fest der Eiersuche oder der Osterhasen, sondern das Osterfest ist das Fest des Auferstandenen. Und da gibt es Hoffnung, Zuversicht, und da gibt es nämlich auch Heilung, und da gibt es auch Fürsorge für die Menschen. Am heutigen 1. April, für viele ist das ja ein April-Scherz, was man da an diesem Tag machen kann. Man wird in den April geschickt. Ich möchte das hier bei Losung und Lehrtext nicht tun, sondern ich möchte darauf hinweisen, dass wir genug, aber wirklich genug veralbert worden sind und genug in den April geschickt worden sind in den vergangenen Jahren. Wir brauchen diese Tradition nicht mehr fortzuführen, sondern es ist der Tag oder es ist die Zeit der Wahrheit, die viel notwendiger ist als alles andere. Schauen wir doch jetzt aber mal in die Texte. Ich hoffe, Sie haben sich nicht unterkriegen lassen und haben sich von dieser Hoffnung, von dieser Botschaft ansprechen lassen. Heute wieder zwei ganz wundervolle Texte. Da heißt es: Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten. Und Agabus sagte: Eine große Hungersnot wird über die ganze Erde kommen. So geschah es dann auch während der Regierungszeit von Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger in Antiochia, die Brüder und Schwestern in Judäa zu unterstützen. Was wir in beiden Texten erfahren, ist, dass gegenseitige Hilfe Not tut. Und ich denke, wir schauen vielleicht noch ein klein wenig zu gering zu jenen Leuten, die in den letzten Jahren hier und dort einfach stark betroffen worden sind von all diesen Dingen, die über uns hereingebrochen sind. Ob es hier die Christen in Antiochia gewesen sind oder im Alten Testament angekündigt wird, dass wir einander Gutes tun sollen, beide Worte weisen darauf hin, wie wichtig es ist, Sorge zu haben zu unseren Mitmenschen. Und ich denke, dass die Gesellschaft es heute ja enorm schwer uns gemacht hat, dass wir einander wirklich Acht haben, weil wir so viel mit uns selbst zu tun haben. Ganz, ganz viele Menschen aus der vergangenen Zeit haben Hilfe notwendig, und das habe ich auch wieder erfahren dürfen jetzt über das Osterwochenende. Und ich denke, wir sollten wachsam dafür sein. Wir sollten das nicht unterschätzen und nicht meinen, ja, da hilft ja schon ein anderer. Da gibt es genug Menschen, die sind für diesen unterwegs, und manchmal machen wir uns schnell ein reines Gewissen, dass wir sagen, ja, derjenige oder diejenige wird wohl schon alles haben, die ist ja vernetzt oder sie sind ja untereinander bekannt. Das mag zwar alles möglich sein und auch wirklich sein, aber wirkliche Hilfe zu leisten, das ist nochmal ein anderes Ding, das sind zweierlei Schuh. Und deshalb möchte ich auch diese beiden Texte nochmal aufgreifen und sagen, schaut in dieser Zeit zu dem Nächsten, schaut zu den Mitmenschen, schaut nach rechts und links, und das ist unser aller Aufgabe, dass wir die Menschen nicht durch das Sieb fallen lassen. Wir wissen, dass es dann häufig zu spät ist und dass dann Menschen sagen, ja, hätte ich doch das mal gewusst, hätte ich das gewusst, dass da jemand in Not ist, da hätte ich doch geholfen. Und vom vielen Reden und von den vielen guten Vorsätzen alleine wissen wir, geschieht ja nichts.
Ich denke, dass in den vielen Ländern Europas, auch wenn die Wirtschaft im Niedergang sich befindet, noch genügend Mittel da sind, dass wir einander tragen und helfen können. Aber dazu gehört natürlich, wie es hier in Losung und Lehrtext heißt, füreinander auch ein offenes Auge, ein offenes Herz zu haben und natürlich aus der Liebe heraus zu handeln und zu sagen, ja, ich gebe mir mal einen Stoß und werde da einfach mal über meinen Schatten springen und mich von Dingen lösen, die ich vielleicht gar nicht brauche. Zum Glück gibt es auch, und das habe ich zu Ostern auch erfahren dürfen, Menschen, die immer wieder überraschen, die Gutes tun. Und das macht mir Hoffnung in einer Zeit, wo ja gerade dieser gute Geist, der Geist der Liebe, der Wahrheit, der Gerechtigkeit, nämlich der Geist Gottes, verbannt werden soll, dass es da Menschen gibt, die hier und dort unwahrscheinlich wachsam sind und bereit sind, auch Unterstützung zu geben und auch helfen. Und das macht mir große Freude, dass ich sehe, dass hier und dort ganz unerwartet und plötzlich sich kleine Türchen auftun. Ja, für all diese Menschen möchte ich also heute diese Losung und den Lehrtext sprechen, die in Not geraten sind, die wir so häufig gar nicht wahrnehmen, dass wir einander Sorge haben, wie die Christen in Antiochia oder auch wie die Menschen im Alten Testament, dass sie sagen, wir wollen einander stützen, wir wollen einander helfen, wir wollen miteinander unterwegs sein. Und da komme ich nochmal zu einem ganz großen Thema, auch all jener, die in vielen Kanälen versuchen, für die Wahrheit einzutreten und die viel, viel leisten. Ich möchte nicht einen Kanal schmälern, sondern ich entdecke, dass in ganz vielen Bereichen jede einzelne Aktion, jeder Stream und jede Aufklärung enorm wichtig sind in unserer heutigen Zeit. Und ich sehe das alles auch als einen großen Dienst an im Namen Gottes. Ich kann es nicht anders sagen. Aber ich entdecke auch eins, und das habe ich auch immer wieder bei Vorträgen vernommen und gehört, dass das Zusammengehen noch viel zu wenig geschieht. Dass man sich hilft, dass man sich austauscht und dass man nicht den anderen als Konkurrenten sieht und sagt, ich muss jetzt sehen, dass ich zu meinem Geld komme, ich muss sehen, dass ich da vielleicht für mich selbst schaffe. Wer das Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, der wird es hundertfältig zurückbekommen. Das heißt, ich glaube, all diese Leute dürfen und möchte ich dazu aufrufen, aus ihrer Angst heraustreten und sagen, wir öffnen und wir schaffen jetzt zusammen. Und dann denke ich, gibt es auch solche dicken Ostereier nicht mehr. Dann wird sich die Zeit verwandeln. Dann werden wir diese dunklen Machenschaften auch aus dieser Welt verbannen können. Nicht, weil wir dann stark sind, sondern weil wir in diesem Geist, der verbindet, und das ist für mich Gottes Geist, das ist der Geist der Liebe, dass wenn dieser Geist wieder bei uns überall einkehrt und sich ausbreitet, dass wir dann eine Chance haben, tatsächlich diese, ja, unschönen Ostereier, die uns zum Osterfest geradezu so vom Himmel geregnet sind, dass wir diese verbannen können. In diesem Sinne, die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen möge niemals verlöschen, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Ostermontag, einen sogenannten zweiten Feiertag, auch wenn es der 1. April ist. Lassen Sie sich nicht in den April schicken. Prüfen Sie alles, was Sie hören und sehen, auch in den kommenden Tagen, und denken Sie daran, es ist wichtig, dass wir Aufrichtigkeit erleben, zeigen und dass wir die Menschen nicht mehr in falsche Gebäude, Gedankengebäude jagen und sie damit verblenden. Es ist genug geschehen über Jahrzehnte, vielleicht sogar über Jahrhunderte hinweg. Jetzt bricht die Zeit der Wahrheit an. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen und haben Sie einen gesegneten Tag. Ihr Reini aus den Zeitgedanken. Auf Wiederloge.
geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal, wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.